Eine 6. Wir gehen wieder nach rechts. Oh, zwei Magma-Felder sind das. Eine 6. Das bisher gefällt mir nicht. Doch, gefällt mir doch. Jawoll! Ja, wir kommen gut vorwärts hier. Auch wieder eine 6. Oh, es gibt ja noch Sterne. Gleich mit uns aus. Und alle nach oben. Eine 4. Wir kommen jetzt alle schnell vorwärts hier. Und ein Minispiel, jeder gegen jeden. Also zu dritt, das macht schon mehr Spaß als nur zu zwei, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee ist zwar nett, dass man nicht mehr Computergegner braucht, aber für mich fehlen sie einfach dann, wenn man nicht zu viert spielt. Also das hatten wir schon mal, war ich einfach aus. Einfach ausweichen. Start! Oh, aber knapp gewonnen. Sind jetzt beide Zweiter? Nee. Kamek wird als Dritter geführt. So. Damit gehe ich in Führung. So, die machen wir stark weiter. Eine 3. Fünf Felder hoch mit der Lava, bitte. Das wird es auch interessant. Okay, wir gehen nach links. Vier Felder geht's hoch. Oh, schade. Er bekommt 10 Sterne. Und einen Würfel. So, da geht es aber richtig nach oben. Fast geschafft, okay, die F-Dame schon. Ich bin auch langsam müde hier ein bisschen. Ich glaube, ihr merkt das auch, dass ich mal ein bisschen weniger erzähle hier.
Also, Zwischenergebnis, ich führe voll Scheigeil, voll Kamek. Ich bin ein bisschen wach jetzt hier, ich glaube, ich bin gar nicht richtig ein hier. So, er bekommt den langsamen Würfel. Und natürlich hat der Bowser noch seine Finger im Spiel hier. Er macht richtig viele Geschenke. Ist aber noch ein weiter Weg, ey. Ja. 5 Bowser-Felder. Er kann noch 3 Felder geben. Bekommt den normalen Würfel. Aber er bekommt einen Würfel, Entschuldigung, 1 bis 3. Ich glaube, dann machen wir ein Brett. Spielen jeder gegen jeden. Weltlauf ins All hatten wir noch nicht. Okay. Folge den Vorgaben auf dem Bildschirm. Das reicht mir schon als ich brauche immer die Steuerung. Okay. Das sei jetzt von der Steuerung nicht gerade leicht. Das geht ja richtig ins Arm hier, das letzte. Oh. Also das Shitting nach links und rechts ging richtig in den Arm. Okay, meine kackt da als erstes, glaube ich, ab. Oh ne, doch nicht. Oh, ob das ein gutes Zeichen ist. Okay. Damit bin ich, glaube ich, raus. Ja. Also ich war nicht schnell Knöpfe drücken. Okay, da kriege ich noch einen Stern. Das bleibt trotzdem spannend. Ich glaube, der Bosskampf entscheidet. Oh ja. So, Kamek ist dran. Oh, das ist jetzt echt bitter. Oh, 48, 47, 47. Eine 5. Die möchte ich auf jeden Fall haben. Zurück! Oh, schade. Und wieder Bowser-Zeit. Verkehrte Welt wäre lustig. Oh, oh. Boah, danke, ey. Verkehrte Welt ist gut. Einfach als erster sterben, das ist einfach. Jetzt bin ich Spiel verliert. Okay. Ja, wenn das Minispiel verliert. Also diese Idee, ja, von Nintendo, die ist echt gut, ey. Lass dich als erster von deinem Google-Mini treffen. Spannend! Aber genauso genial, also. Das finde ich mit einer der auch super erweiterten Verkette hält. Ach, schade! Scheiße, als ich einen als erstes treffen lassen. Aber die Idee finde ich richtig gut. So, dann muss ich Scheiger mit mir auf. Das wird echt spannend.
Wechsel. Oh. Kamek. Oh! Nochmal Bowser. Was haben wir denn da? Kampf um die Hälfte der Minispiele. Oh, Kampf-Minispiel. Da muss ich mich jetzt besonders anstrengen, weil das könnte schon die Vorentscheidung sein. Boah, das ist die Vorentscheidung. Oh, dann noch so ein Glücksspiel. Oh, das habe ich schon mal gespielt. Reines Glück. Start! Oh, wie kann man so ein Glücksspiel jetzt auch noch wählen? Sorry, ey, wie kann man echt so ein Spiel jetzt wählen? Ja! Gewonnen! Sehr gut! Ja, das ist gut! Oh, ich habe ein Glücksspiel mal gewonnen und ich bin so happy! Boah, ich habe mal so ein Spiel gewonnen. Oh, es regnet Geld! Das gerne! Oh, das ist, glaube ich, die Vorentscheidung jetzt gewesen. Das war, glaube ich, die Vorentscheidung. Boah, plus 62. Das war richtig gut. Ja, das sollte... Ja, ich habe 90. Wenn nichts Großartiges mehr schief geht, ist das die Vorentscheidung. Oh, jetzt haben wir nochmal Bowserfeld. Das können wir doch nochmal alles umdrehen. Verkehrte Welt! Fällt mir! Ja, wer verliert, bekommt Geld! Oder Stern in dem Fall. Kugelhagel? Einfach sich von der Kugel, ja, muss ich jetzt erst von der Kugel treffen. Das ist ja einfach. Das Spiel habe ich zwar noch nie gespielt, aber ich denke mal, ich weiß die Steuerung. Danke! So, dann habe ich gewonnen. Einfach vorne in die Mitte scannen, man wird schon irgendwann getroffen. So, damit habe ich auch 10 nochmal gewonnen. So, dann haben wir die 100 geknackt. So, damit bin ich noch. Also, da bin ich nochmal letzter hier, nochmal dran. Und damit beginnt der letzte Bosskampf bei diesem Brett. Gegen wen war das jetzt nochmal? Ach ja, gegen Kettenhund. Bosskampf! Seid ihr auch schon da? Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis hierhin kommt. Aber wenigstens kann ich mir jetzt meine Minischkerne zurückholen. Jetzt ist Schluss. Mein mächtiger Schläge Ketten und wird euch alle besiegen. Das glaubst aber auch nur du. So, mal gucken, was der für ein Minispiel hat. Achte auf die Schienen und wähle schnell eine Lore, die dich zu einer Kanone bringt. Goldene Kanonen richten 3 Punkte Schaden an, eiserne leider nur 1. Okay.